Bukashi-Fermen selber herstellen ist das Thema unserer heutigen Sendung. Das wunderbare EM, das wunderbare Bukashi ist ja immer viel im Gespräch und das hat auch seine Existenzberechtigung. Aber es hat halt auch Nachteile oder Vorteile und es gibt Vorteile und Nachteile. Und ich wollte es mal so ein bisschen beleuchten und hier in dem mit so einem kleinen Beispiel, wie ihr euch euer Bukashi-Ferment selber machen könnt. Weil die wunderbaren effektiven Mikroorganismen haben halt zum Beispiel den Nachteil, dass sie halt Energie verbrauchen. So, die müssen halt immer hochgeheizt werden, damit die sich in den Anlagen vermehren. Das ist so ein bisschen, das schließt schon alleine die Diversität aus. Und Energieverbrauch, solange wir ja irgendwie keine vernünftige Möglichkeit haben, Energie zu erzeugen, wo wir ja noch ziemlich weite Lichtjahre von entfernt sind, können wir es ja versuchen, wenigstens im Garten, wo es halt geht, und das ist auf jeden Fall EM, können wir uns den Quark sparen. Zudem hat er sehr viel zugearbeitet, das ist so eine koreanische Gartenströmung halt. Manchmal sage ich so spaßeshalber, vielleicht ist er so gegen EM, weil es gibt ja immer das eine Volk, muss das andere Volk immer nicht leiden und vielleicht hassen die Koreaner, die Japaner, ich weiß es nicht. Warum auch immer. So, und das ist das eine, die Natur ist immer total divers. Hier sind fast alle Mikroorganismen der Welt drin, jetzt noch eine Hand Laub aus dem Wald, sage ich mal. Meeresalgen, Meereswasser ist hier drin, das hat alle Mikroorganismen des Meeres halt, ja. Ich nehme halt für die Mikroorganismen, nehme ich hier halt noch Hühnerkot, obwohl ich jetzt gerade so gedacht habe, wenn ihr zu Hause mit euren Händen immer reingeht, ist es vielleicht nicht so optimal halt. Ich mache das ja nicht in diesen Eimer halt. Ja, ich wollte noch von dem einen, es gibt so einen vermeintlichen Kompostexperten, der hat so ein altes Kompostbuch geschrieben oder der ist halt noch aktiv, sagen wir es mal so halt, ja, ein Österreicher. Und der hat in seiner Diplomarbeit tausende Komposte gemacht mit Präparaten und ohne Präparate und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es halt alles keine Rolle spielt, weil Mikroorganismen sind immer da. Sie sind auf jedem Blatt sind Mikroorganismen. Also schmeißt ihr ein Blatt rein, habt ihr wieder andere Mikroorganismen, mehr Diversität. Also das ist eine schöne Sache. Und halt, um das halt irgendwie haltbar zu machen, um sich das vorzustellen, Holz kann nur unter Sauerstoff abgebaut werden. Also so wie ihr das luftdicht verpackt, könnt ihr das halt eigentlich lagern oder es fermentiert dann noch weiter vor sich hin. Das ist sehr, sehr schön. Und dann könnt ihr es halt rausnehmen. Ich habe es jetzt hier neben, sieht man nicht. Es ist eine alte Regentonne, die unten kaputt ist. Und da stapel ich das immer drin. Also gibt es noch ein bisschen Sauerstoff, weil Kompost ist immer das Gute aus beiden Welten. Bisschen Sauerstoff. Also Sauerstoff und kein Sauerstoff, es findet immer mal beides statt halt, ja. Also deswegen im Kompost finden ganz automatisch beide Prinzipien statt und ich schaufel das jetzt immer in die Regentonne. Also gibt es halt nach oben noch ein bisschen Sauerstoffaustausch, das Wasser kann nach unten weg halt und dann könnte man es rausnehmen und sich einen Eimer packen, Deckel drauf und dann hätte man hier auf jeden Fall eine ordentliche Mikroorganismenladung halt. Das ist natürlich einmal durch den Hühnerkot, durch die Meeresalgenjauche, Brennnesseljauche. Dann habe ich halt noch meinen Biomülleimer aus der Küche reingebracht, wo ich halt alle Nährstoffe, die in der Küche anfallen, wieder zurückführe halt, um das halt im Garten zu behalten und nicht im Abwasser runterzuspülen. Das ist eigentlich fast ein ganz eigenes Thema. Ganz spannend. Also wenn ihr irgendwie Nudeln kocht, wenn ihr Reis kocht, kippt ihr das Wasser in die Biotonne natürlich, um diese Nährstoffe zu haben. Ne? Ich wollte noch ein bisschen was zu EM erzählen und dieser Temperaturgeschichte. Es gibt zum Beispiel auch Mikroorganismen. Ich habe Winterjauche gemacht und dann gab es auf einmal im Winter halt auch Mikroorganismenaktivität und ich war völlig begeistert. Natürlich gibt es halt auch Mikroorganismen, die halt bei 2 Grad ihre Arbeit machen und wir wollen ja alle Mikroorganismen haben, weil nur so können wir halt so ist es halt am sichersten, einen gesunden Garten zu haben, wenn wir alle Mikroorganismen haben. Und deswegen ist diese EM-Geschichte ist einmal der Energieaufwand so, denn die riesen Anlagen, die sie da gebaut haben, das Verschicken halt, also diese Transportkosten halt, denn für die Zuckerherstellung ist ja auch Energie zuständig halt, ja, womit ihr euch wieder nur diese eine Mikroorganismenart züchtet, sage ich mal, die im Boden dann gar nicht so vorkommt. Ich meine, ich habe hier Zuckerrohr angebaut und klar für den Kompost oder auch mal für die Jauchen, so um so einen kleinen
um so einen kleinen Starter zu geben oder halt ein bisschen extra Nährstoffe zur Verfügung zu stellen. So je nachdem ist das natürlich auch mal schön, damit zu arbeiten. Aber denkt euch halt so, es kostet Geld, es verbraucht unheimlich Energie und ihr braucht es nicht. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, sage ich mal, die Natur macht das immer von ganz alleine und das hat ja auch immer alles gut funktioniert halt, ja. Und nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt immer schlecht über EM rede, die haben natürlich auch ihre Existenzberechtigung. Da gibt es irgendwie so, mein Lieblingsbeispiel ist halt jetzt multiresistente Keime im Krankenhaus. Multiresistente Keime im Krankenhaus. Die wischen die Türklinke mit Desinfektionsmittel ab, das ist eine saubere Fläche und schwuppsiwupps können die multiresistenten Keime sich da wieder draufsetzen. Wenn sie die Türklinke mit EM abwischen, dann sind da ja Mikroorganismen auf der Türklinke drauf und das macht wohl die Ansiedlung der multiresistenten Keime schwieriger. Da gibt es wohl richtige eine Studie zu, ist halt einfach witzig, erzähle ich gerne. Das ist mal so ein gutes Beispiel für eine Anwendung von EM halt. Oder ich habe es jetzt hier, mein Badewasser, das lasse ich halt zurück, direkt wieder in den Brunnen zurückfließen, quasi alles hier Kreisläufe. Und sage ich mal, damit das halt nicht kontaminiert wird, kommt in mein Badewasser halt ein Schluck EM rein, einfach um das Brunnenwasser sauber zu halten. Das sind denn schon Sachen, wo ich mal mit arbeite. Aber für euren Bokashi-Eimer zu Hause reicht euch eigentlich, weicht euch Sägespäne in einer Nährstofflösung ein, Wasser wegkippen und dann einen Eimerdeckel drauf. Und dann habt ihr immer was zum Reinpacken. Also ihr könnt jetzt natürlich noch Urgesteinsmehl rein, das ist ja immer viel in dem Bereich Aktivkohle. Oder halt einfach, um sich das auch zu sparen, ist hier halt einfach ein bisschen Asche aus dem Kamin drin. Die ist dann auch aufgeladen durch die ganzen Soßen hier. Oder halt einfach eine Schaufel Erde reinmachen, ist halt auch für die Nährstoffversorgung der Mikroorganismen wichtig. Was wollte ich irgendwie nochmal so kurz am Rande erzählen? Es ist halt einfach wichtig, dass halt dass alle Nährstoffe im Boden sind, weil die Tiere brauchen diese Nährstoffe, die Pflanzen brauchen diese Nährstoffe und wir brauchen diese Nährstoffe wieder. Gestern habe ich aus Spaß angefangen, mein Schafbuch zu lesen und da waren dann auch wieder alle Bodenelemente, müssen natürlich den Schafen in ihrem Salzleckstein auch, nicht alle, etliche Bodenelemente müssen im Salzleckstein auch enthalten sein, weil die Schafe das wieder brauchen und so ist es auch beim Menschen. Der Magnesiumgehalt im Menschen ist der gleiche wie im Boden und so. Deswegen ist es halt einfach unheimlich wichtig, eine natürliche gesunde Bodengesundheit zu erzeugen, damit die Nährstoffgehalte halt auch natürlich und gesund in den Pflanzen vorliegen halt, ja. Und wenn man das mit Kunstdüngung, ist das halt einfach so eine blöde Sache, weil die Pflanzen dann zu viel Nährstoffe aufnehmen und dann kranke Eiweiße produzieren und wir dann kranke Pflanzen essen, wir werden dann krank, Tiere werden dann krank. Das ist so eine ungünstige Geschichte, kann man nicht oft genug sagen. Entschuldigt Leute, ich hoffe, es war so ein bisschen was dabei. Also eigentlich Sägespäne, Jauchen drauf. Ich lasse das jetzt einen Tag ziehen und dann das Wasser abkippen. Und dann könntet ihr euch die Sägespäne in Eimer mit Deckel machen, Deckel drauf. Und dann habt ihr immer für euren Bokashi-Eimer, könnt ihr euch dann eine Hand rausnehmen. Aber habe ich nämlich sogar fast schon vorbereitet. Ich bin nicht so, ich bin auch, und beim Bokashi-Eimer ist auch wieder das gleiche. Ihr kauft euch halt einen Eimer. Gut, es ist komfortabel mit dem Wasser ablassen, aber ich kann aus meinen alten Malereimern, die ich auswasche, oder hier die Gurkeneimer, klappe ich den Deckel nur ein Stück an, kann das Wasser auch ablassen. Müsst ihr nicht diesen teuren Eimer kaufen, der muss nicht extra produziert werden. Nehmt halt, was ihr findet. Dann ist das eine schöne Sache, die man natürlich machen kann. Oder halt einfach, was ich noch besser finde, ist halt in der Küche, in meinem Bio-Abfalleimer fermentiere ich die ganzen Sachen vor und das geht halt, indem ich halt, wenn ich Nudeln koche, wenn ich Reis koche, kippe ich das Wasser in den Biomülleimer, das schwimmt halt immer alles schon in Wasser, dadurch gibt es eine Vorfermentierung des Biomülls und dann, wenn es auf den Kompost geht, habt ihr auch nie die Gefahr, dass der Kompost zu trocken ist. Und halt, was sie hier sagen, hier mit 2 Wochen holt er da die schwarze Erde raus, das stimmt auch nicht so. Ist denn eher, man muss dann bei guten Bedingungen so mit 2 Monaten und plus rechnen. Aber ich würde euch das natürlich euch mal zeigen, meine Winterjauche, die sieht einfach richtig schön aus. Da habe ich halt die Winterjauche, den Bodeninhalt der Winterjauche quasi, der ist hier drin. Hier hat man eine schöne Myzelbildung. Und halt auch
Mikroorganismen F, Mikroorganismen im Winter. Und damit die, ich dann auch gleich wieder die richtigen Mikroorganismen habe für die nächste Winterjauche, ist halt hier, habe ich jetzt hier halt einfach nur den ganzen Sommer über die letzte Winterjauche drinne, den Boden der letzten Winterjauche aufgehoben, um ihn dann halt wieder reinzumachen. Weil das war wirklich spannend, weil zum Beispiel Kürbisse, die draußen liegen, und dann Frost bekommen haben, dann ist die Molekularstruktur aufgebrochen und ihr müsst die nicht mehr klein manchen, sondern die Mikroorganismen kommen, können an jede Zelle rankommen und arbeiten. Deswegen ist es sehr schön, halt gefrorene Sachen halt reinzuschmeißen, dann sind die schön weich, die Mikroorganismen können die aufknabbern. Ja, Winterjauche halt. Einzige halt so ein bisschen dran denken, die Bauern dürfen ja im Winter keine Gülle ausbringen, weil halt eine zu geringe Umsetzung da ist. Also ich produziere die halt eher im Winter und bringe die dann im Frühjahr aus. Das kann man noch dazu sagen, so, man kann auch ein bisschen was ausbringen hier und da. Muss man halt so ein bisschen, es gibt dann halt ein bisschen weniger Umsetzung im Boden. Das ist halt nur die Geschichte zur Gülle. Ganz viele Geschichten, es tut mir leid. Wollte ich euch einfach mal hiervon erzählen, dass ihr die Möglichkeit kennt, wie ihr es selber machen könnt.